trete niemals dieser geheimen Lobby bei. Mir ist neulich etwas passiert, nämlich, dass ich in so eine Gruppe kam, wo der Code zum Beispiel nur eine 1 oder 666 war. Und was dort dann passiert ist, oder welche Maps kamen, seht ihr jetzt. Es war ein ganz normaler Tag. Ich spielte wie immer Stumbleguys und wollte einfach mal beim Gruppe beitreten ein paar Codes eingeben, um zu sehen, wie wahrscheinlich es ist, in eine Gruppe zu kommen, ohne den Code zu wissen. Aber dann passierte es. Ich gab die Kombination 666 ein, was die Zahl des Teufels ist. Und siehe da, ich bin in einer Gruppe. Zufall? Ich denke nicht. Die Lobby kam mir sowieso sehr merkwürdig vor, da die Maps, die kamen, X waren. Also es war sehr komisch. Ich wartete 10 Minuten, aber es passierte nichts. Niemand startete die Gruppe und es haben alle immer mehr verlassen. Ich testete weitere unmögliche Kombinationen aus und ich war wieder in einer Gruppe. Mit dem einfachen Code 1. Es startete wieder niemand, es waren die Maps wieder XX und wollte einfach in ein Game einer solchen Lobby beitreten. Bis jetzt weiß ich nicht mehr darüber und die Lobbys bleiben mir immer noch ein Rätsel. Aber ich habe ein System gefunden, wie man in solche Lobbys kommt. Und hier habe ich auch eine kleine Aufgabe für euch, denn ich erkläre euch jetzt, wie ihr in so eine Gruppe oder Lobby kommt, mit welchem System. Und ihr geht dann in so eine Lobby und berichtet dann vielleicht in den Kommentaren, ob ihr in eine Runde gekommen seid und ob vielleicht welche Namen, zum Beispiel ob rote Namen waren oder ob neue Skins da waren oder welche Maps kamen. Aber wie kommt man jetzt in so eine Lobby? Der einfachste Weg ist als allererstes die einfachen Codes 111, falls das nicht geht, 222 und dann 333 einzugeben, bis ihr bei 99 angekommen seid. Wenn das nicht geht, dann macht den Code 1, der am häufigsten kommt, und falls 1 nicht geht, dann macht 12, dann 123 und das bis 12345678 macht 9. Und dann solltet ihr auch in eine Runde kommen. Gebt mal Bescheid, was ihr so in diesen Lobbys mitbekommt. Denn sie sind mir bis heute ein sehr großes Rätsel.